Big Win heute. Wie schätzt du das Spiel heute ein? Ja, war ein sehr, sehr harter Kampf heute. Die Sixers haben uns alles abverlangt und auch teilweise schon wieder sichere Sieger ausgesehen. Und von daher bin ich natürlich sehr stolz, dass wir so einen Charakter gezeigt haben. Tolles drittes, ja, tolle letzte 13 Minuten gespielt haben. Man muss ganz klar sagen, ein absolutes Topspiel wie erwartet. Die Sixers waren ja auch nur einen Sieg hinter uns. Haben uns, wie gesagt, haben mit 13 Punkten geführt, mit 10 noch spät im dritten Viertel. Und wir müssen uns eigentlich bei Jan heute bedanken, der uns sicherlich im dritten Viertel alleine im Spiel gehalten hat. Und danach haben dann die anderen wirklich diese Vorlage von ihm aufgenommen. Wir haben als Team super funktioniert, haben defensiv auch endlich einen richtig guten Zugriff aufs Spiel bekommen. Wir haben die ganze zweite Halbzeit wieder nur gepresst. Ja, überragender Sieg für uns. Damit sind die Playoffs natürlich safe. Das war sicherlich eines der schwersten Auswärtsspiele und das, wovor wir am meisten Respekt hatten eigentlich. Und es war halt, wie erwartet, ein richtig Spitzenspiel und wir waren dann am Ende glücklicher. Ja. Und Ausblick auf kommende Woche geht es, glaube ich, gegen Dresden. Entschuldigung, in Dresden. Ja, stimmt. Der zweite Teil der Ostwoche, genauso ein schweres Spiel. In Dresden hat zu Hause auch erst einmal verloren. Ja. Kämpft natürlich um die Playoffs, für die ist jeder Sieg wichtig. Aber wir haben heute, glaube ich, alles richtig gemacht. Auch danke an Helge, dass wir einen Tag vorher anreisen konnten, heute die Chance hatten, einen Shootaround zu machen. Das macht einen riesen Unterschied bei so langen Fahrten. Ja. So wird es nächste Woche auch sein und dann hoffe ich, dass wir wieder so ein tolles Spiel zeigen können und vielleicht sogar am ersten Platz noch weiter manifestieren können. Ja, super. Danke dir.